Hallihallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Left 4 Dead 2 mit der Melody. Ohio! Und neuen Charakteren und vermutlich auch der letzten Kampagne von Left 4 Dead 2. Höchstwahrscheinlich. Ich bin mir zwar noch nicht ganz sicher, da müsste ich das Ende sehen, aber es ist höchstwahrscheinlich das letzte Level. Deswegen habe ich auch vermutlich gesagt. Dann starten wir mal. Ja. Eventuell kommen vielleicht ab und an ein paar Specials zu Left 4 Dead, aber ich weiß noch nicht. Ich will da nichts versprechen. Ich hoffe, das ist jetzt lokal, weil sonst müssen wir warten. Wir werden sie sehen. Ja, wir werden sehen. 10 p.m. tonight. Meet here. We go over fans. Was? Wir gehen über Zäune. Lol. Okay, das er. Lol. Ja. Das ist der Skin. Ja. Look, Tommy. Look, Tommy. Das ist der Skin, wo es total einfach. Wo es einfach komplett verpackt ist. Ja, es ist nur Rochelle verpackt, der Rest nicht. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen. Es sind. Bei Mimi ist Couch und du bist verpackt gerade. Ich muss dir aber ganz ehrlich sagen, ne? Die Left 4 Dead 1 Charaktere, die wir hatten, haben mir viel besser gefallen. Der ist noch hier. Okay. Jetzt guck mich mal an. Komm mal her und guck mich an. Frage ich, will ich schon die ganze Zeit. Guck mal ein Stückchen höher. Dankeschön, jetzt habe ich einen Screenshot gemacht. Das wollte ich schon die ganze Zeit, aber du bist immer weggelaufen. Oh ja, aber ich habe die Kantai Collection Voiceover drin gelassen, wa? Habe ich nicht. Aber ist ja relativ. Naja, aber so würde unsere Beschreibung halt nicht mehr passen. War zwei Otakus mit den süßen Anime-Charakteren mit Männerstimme. Die Männerstimme ist ja trotzdem da, also das Voice-Over ist nicht perfekt gecodet. Ich weiß auch noch gar nicht, ob das überhaupt schon ganz fertig ist. Stirb doch, ich hab dir in den Rücken geschossen, dreimal sogar schon. Wie du dich halt immer so vor mich stellst, dass ich dir in den Kopf reinballern muss. Und dann bekommt Rochelle den fucking Hunter. Krass. Ja. Zuerst grieft Melody mich und dann bekommt er auch noch einen Bot. Conneco Shotgun. Ja, ich hab geswitcht zu Conneco Shotgun. Holy! Okay, das heißt, wahrscheinlich habe ich nicht mal Zeit, dass ich wieder gut werde in dem Spiel. Weil ich fühle mich gerade mega schlecht. Help me! Da hat irgendjemand gerade geknurrt. Lol, wie geil der gerade runtergefallen ist, der Zombie. Ja! Na, damit kann man Zombies killen. Na, damit kann man Zombies killen. Bist du dir das sicher, Rochelle? Da ist eine Witch. Ach, ich hab nicht die Witch Shotgun dabei. Die ist da drin, Alter. Oh, fuck. Hat die aufgeschreckt. Ja, viel Spaß damit. Geh da mal weg. Sag
Mal, hat keiner darauf geschossen, während ich davon weggerannt bin? Alter, ich bin halt die ganze Zeit nachgerannt und linke Maustaste gesmashed, wa? Alter, ich hab gut drauf geballert, finde ich. Warte mal. Ich werde nicht in dieser Stadt verrecken. Da ist irgendwo ein Boomer. Ne, das ist ein Hunter. Ach, ich hab den einen Headshot gegeben mit der fucking Shotgun und er fällt nicht um. Ist ja wie ein Counter-Strike hier. Ach, ne, kann er keine Shotgun. Ich nehm die Pass Shotgun. Auf, da ist ein Auto, das löst einen Alarm aus. Echt, wo? Das? Also ich glaube, wenn du mir nichts gesagt hättest, wärst du sicherer gewesen. Der Schutzraum ist schon hier, oder? Ja, das ist schon der Schutzraum. Alles klar, die Aufnahme ist 6 Minuten lang. Ja, du entscheidest. Ja, weiter aufnehmen. Okay. Alle rein hier. Rein! Das hat sich gerade richtig bitchig angehört. Alle rein hier. Gibt's hier nicht mal eine coole Shotgun? Ich hätte gern meine Wood Shotgun. Ja. Heilst du dich oder so? Ich hab mich schon geheilt. Na dann machen wir mal zu hier. Suka! Suka! Das hat ausgesehen. Ach, ich hab vergessen, was zu spielen. Da, ich hab auf die Witch geballert. Und trotzdem hab ich mal am meisten Schaden gemacht. Ja, aber die Witch war auch voll weit weg von mir. Die NPCs einfach überhaupt nicht, ne? Nee. Dafür hat Coach gut Zombies gekillt. Besondere. Ziehst du die jetzt? Ich bin gerade etwas beschäftigt hier. Okay, was? Ja, jetzt sehe ich sie. Da, die hat Mutter mal auf der Brust. Erstmal genau inspekten. Auf der linken. Oder ich sehe da nichts. Da ist gar nichts. Oh, nee, doch, da ist was. Nee, da ist nichts. Ja. Das ist der Schlitz, ey. Nein, nicht der Schlitz, nehm den Schlitz. Neben dem Schlitz ist nichts. Doch. Pixelfehler. Nee, du siehst ja links an der Brust das eine schattige Teil, oder? Ja. Und bei dem Schatten, in dem Schatten ist da ein kleiner Punkt. Lol. Ja, jetzt hat die da ein Loch. Au. Ja! Spiel mal Rambo, oder was? Ja, Pro 90 als Counter-Strike habe ich in der Hand. Was denkst du? Du kennst die Pro 90 Action, wa? Ja, Run and Gun. So viel Teamschaden wie möglich machen und alles passt. Ja. Warte, ich hab die perfekte Witchjäger Waffe. Molly.
Alter, die hat mich weggecharged. Ja, gibt's auch. Muss nachladen. Das Feuer ist perfekt, Alter. Am besten ist aber noch immer die Shotgun dagegen, wa? Ja, aber halt. Für. Oh fuck. Ich stell mich da rein. Oh fuck. Lalala, da ist ein Defi. Eine MP5? Ne, das ist eine Mac 10 mit Schalldämpfer. So, jetzt gehen wir mal Slenderman besuchen, wa? Nö. Alter, ich hatte bei Slenderman hatte ich immer so Angst vor den Toiletten. Das habe ich dann immer als erstes gemacht, die Toiletten, weil Slender ja beim bis zur allerersten Seite nicht auftaucht. Eine Gitarre! Eine Gitarre! Ja, ich kann aber kein Gitarre spielen, also lassen wir die. Hallo? Also wenn ihr den jetzt nicht abschießt, bin ich tot. Gern geschehen. Arigato gozaimasu. Mit der Diegel habe ich ihn abgeschossen. Die haben mich echt platt gemacht. Was hat sie die Frauentoilette? Ja, lol, die. Mein Charakter hat sich gerade die. Hat gerade die Diegel inspekt. Und ich weiß nicht wie. Da hat die aufgemacht und geguckt, ob da Schuss drin sind. Das habe ich noch nie gesehen. Das japanische Voiceover, ne? Mhm. Auch wenn es nicht komplett ist. Nee. Oh. Ich kann mich nicht mal kratzen. Deswegen muss man von hinten abknallen, ey. Das sind Medikits. Okay, du bist schon weiter. Alles klar, machen wir erstmal einen Move hier, Zombie. Da ist eine Tür, ne? Der klettert da hoch. Weil er cool sein will. Boma kotze? Ne, ich will die Boma kotze nicht. Gut, ich nehm sie halt. Das ist der Safe Room. Sind keine Zombies unter den Leichen. Wo rennen die ganzen Zombies? Das ist gar nicht der Safe Room. Doch, das ist ein Safe Room. Ah, echt? Ich glaube schon, ja. Okay, ja, ich krieg die andere Tür auch nicht auf. Schließen Sie die Tür, wenn alle im Anhänger sind. Oh, ja, nicht aufmachen. Was denn? Hast du Adrenalin? Nein. Okay. Dann mache ich das halt. Gibt's da keine Nahkampfwaffe? Ich komm gleich wieder. Brauch eine Nahkampfwaffe für den Scheiß. Ah.
Ups. So, dann mach mal auf hier. Habt ihr die Scheibe aufgeschossen? Oh, ich kann mich an das Level erinnern. Ja. Tolles Level, ne? Hoppa, hoppa, Reiter, wenn da fällt, dann später fällt er in den Graben, fressen die Raben! Erstmal durchschnetzeln hier. Darf ich da jetzt endlich hoch? Dankeschön. Danke. Ich bin da einfach mit Rechtsklick durchgerannt. Ja, ich hab die Boomerkotze drauf. Wir halt gerade nur im Ballern sind, wa? Ja, ist klar, bei so vielen Zombies willst du da nicht wirklich runter. Endlich mal ein bisschen Ruhe. Ich gehe jetzt mal eben zurück und hol mir ein neues Gewehr. Ja, okay, ich auch. Bevor ich da mit Sniper rumlauf. Komisch, dass ich mit der M4 schneller bin als mit der Machete. Ja, Bots könnt wieder nachlaufen. Hättet gleich warten können, ihr Pisser. Passt doch, wenn sie nachlaufen. Oh, Hunter. Danke. Jo. Ah, Wallhacker. Cheater. Ich hab das Ding gehört. Nee, du wallhackst. Ich hab das Ding wirklich gehört. Hacker zu kapliert, reportet VAC. Da ist ein Tank draußen. Der klettert hoch aufs Dach. Ich seh den noch nicht mehr. Ich seh den aber. Alter Lachs, du glaub ich auch, dass ich ein Wallhacker bin. Da ist der Tank. Ah, fuck. Und Adrenalin. Nein, ich bin hängen geblieben. Ich hasse Kanten mit der Map. Er ist tot. Das hat gerade so ausgesehen, als hättest du den looten wollen. Ja, Mann. Da geht's weiter. Ist da irgendwo Muni? Muni. Da ist er! Oh, Rochelle, halt mich. Schon wieder. Rochelle, halt mich jetzt schon zum zweiten Mal. Dein Ernst! Warum hat Rochelle jetzt aufgehört, mich zu heilen? Wegen den ganzen Zombies? Weil du den Puma abgeschossen hast? Ich glaube, weil ich den Puma abgeschossen habe. So.
Kannst du mir mal bitte deine Pillen? Das kannst du haben. Danke. Das wäre mal geil in CS, wenn du einfach so um die Ecke kommst. Bam, 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 alle tot. Alle tot. Ja, Mann. Das wäre richtig lustig. Das war jetzt ein skilliger Move von mir. Ja, und von mir auch. Ich habe den Hunter abgehalten. Ich habe den halt mit der Deagle eine mitgegeben. Ah! Ich habe dem halt mit der Deagle eine mitgegeben, als er auf mich springen wollte. Ach du Schweinstealer. Jetzt bin ich ein Wallhacker, ein Stealer, was bin ich noch? Mach dir keine Sorgen. Ein Aimbotter. Ein Aimbotter auch noch? Ja, ja. Und ein Botbeschießer. Ich kann mich noch erinnern, wie blutig Nick letzte Folge war. Letzte Folge, letzte Runde, meinst du? Ich glaub sogar, dass das wirklich die letzte Folge war. Kann sein. AK oder M4? Oh, meine Lieblingsshotgun. AK oder M4? Nicht zumachen. Hast du ein Medikit? Ja. Okay. Dann kannst du zumachen. Ihr seid gar nicht so schlecht. Gut, okay. Bei dem Abschuss hinter der Mauer hätte man echt denken können, ich wäre ein Wallhacker. Naja, beim Boomer nicht. Boomer war ja laut. Ja, aber das, genau dort hast du ja gesagt, ich bin ein Wallhacker. Ja, ich weiß, aber weißt du, warum ich das gesagt habe? Weil ich oben gestanden bin und die ganze Zeit gehofft habe, dass ich ihn sehe und die ganze Zeit gesprungen. Und ich habe auch hinter das Holzdingens geguckt, aber ich habe ihn halt nicht erblicken können. Und ich wollte ihn halt nicht durch die Wand abschießen. Ich habe einfach auf den Sound gehört und geschossen. Ja, hätte ich auch machen können. Wollte ich aber nicht. Nun denn, ja, ich würde sagen, die Folge ist lang genug, ne? Da, hier kannst du es gut sehen, das Muttermal auf der Brust. Ja. Siehst du es? Hast du es jetzt gesehen? Ja. Ja. Also, weil als du das gesagt hast, dachte ich echt, das wäre Dreck irgendwie so auf meinem Bildschirm. Und dann habe ich da drüber gewischt, aber das ist halt nicht weggegangen. Also ist das wirklich am Charakter. Okay. Ja, wir haben jetzt 23 Minuten. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge von Let's Play Left 4 Dead 2 wieder ein. Ciao. Tschüssi.